Old Paltney zu Gast auf meiner Theke. Der 15-Jährige und der 18-Jährige. Beide mit 46 Volumenprozenten. Ich kenne noch keinen von beiden. Es kann also spannend werden. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Heute sind wir in den Highlands unterwegs, und zwar bei Old Paltney. Von denen hatte ich noch nicht so viel vor der Kamera und auch ehrlich gesagt nicht so viel dahinter. Ich kenne jetzt zum Beispiel nicht den berühmt-berüchtigten 21-Jährigen oder auch diesen 17-Jährigen. Ich glaube, das ist eine Reiseabfüllung oder eine, die jetzt vom Markt verschwunden ist, blicke ich nicht so ganz durch. Ihr dürft mich aufklären. Auf jeden Fall gibt es bei denen seit 2018 eine neu aufgemachte Range. Angefangen, glaube ich, mit einem ohne Alter, 12 Jahre, 15, 18, 25. Und da dachte ich mir, ich fange in der Mitte an. 25 ist einfach zu teuer. 12, nicht, dass er mich nicht interessiert, aber ich wollte mich hier auf 2 fixieren. So habe ich mir den 15er und 18er genommen, beide 46 Volumenprozente, wie ich schon sagte. Das passt doch. Soweit, wie ich gehört habe, nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert. Ja, glaube schon. Also von Färbung steht auf jeden Fall nichts drauf. Welche Fässer wurden benutzt? Wird ein bisschen kompliziert, muss ich sagen. Ich nehme mir mal vom 18er die Verpackung. Sie geben an, natürlich hand-selected, feine Eichen-Ex-Bourbon-Fässer und spanische Eichenfässer. Ja. Weiß man jetzt noch nicht, ob Finnisch oder Wetting. Und ich habe dann immer wieder widersprüchliche Angaben gefunden. Dann habe ich mir natürlich die Verpackung durchgelesen, gehört ja dazu. Und mein Englisch ist nicht gut, ihr wisst es ja. Aber hier hat mich ein Satz irritiert. Ich blende euch das mal so ein bisschen ein. Mal gucken, wie ich das mache. Unser 18-Jähriger ist matured next to the sea first in fine American oak ex bourbon and, also jetzt and, Spanish oak casks. Punkt. Komischer Satz, habe ich mir gedacht, ne? Fängt als erstes, also ne, werden Reifen an der See zuerst in feinen amerikanischen Ex-Bourbon-Fässern. Und da müsste ja eigentlich, und dann kommt, kommt aber nicht. Ne? Ich hoffe, ich habe es oben eingeblendet. Dann dachte ich, was, irgendwie mein Englisch, es ist doch schlecht und ich verstehe es nicht. Dann habe ich mir die 15er-Verpackung durchgelesen und siehe da, ich denke, beim 18er haben sie einfach ein Wort vergessen. Denn in dem Sinne ist hier derselbe Text drauf oder derselbe Satz. Und hier steht and then. Ja, entschuldigt mein TH, aber da steht eben und dann. Und bei dem steht einfach nur und. Ja, also ich denke, dass es sich bei beiden um ein Finish handelt. Und man hat, was heißt man, ich habe auch viele Angaben im Netz gefunden, ex oloroso und solche Sachen. Bei Getränke Weiser, ich möchte für diesen Shop keine Werbung machen, allerdings lese ich dort gerne die Beschreibungen. Denn da muss jemand sitzen, der, glaube ich, sich sehr gut auskennt und auch ein bisschen Humor hat. Also er schreibt da auch oft rein, wenn er die Flaschen zu teuer findet und auch so manch anderen coolen Satz. Und ich weiß nicht, beim 18er oder 15er schreibt er eben etwas hierzu. Spanish Oak, ne, das schreibt er da gar nicht. Ah, ich vertue mich. Aber letzten Endes ist es genau das Gleiche. Beim Balblair schreibt er das. Da ist nämlich so eine ähnliche Geschichte. Da steht auch nur drauf Spanish Oak Casks, also spanische Eichenfässer. Und er schreibt eben, dass, naja, wie, ich weiß gar nicht, wie er sich genau ausdrückt. Ich glaube, das ist die preiswerte Alternative zu Sherry, zur Bezeichnung Sherry, denn die darf ja nur aus der gewissen Region kommen, wo der Sherry angebaut wird. Und dann darf so ein Fass wohl auch so nur heißen. Sprich, wenn meine Fassmacherei, bei der ich Fässer kaufe, außerhalb von Jerez
liegt, also ihr dürft mich auch wieder verbessern, dann darf die das, glaube ich, nicht Sherry nennen. So in etwa, ne? Verbessert mich unten drunter. Und wie gesagt, bei der Shopseite, wie gesagt, beim Balblair ist es, glaube ich, da steht es nämlich genauso drauf, da steht einfach nur spanische Eiche. Also lasst euch davon nicht irritieren. Sie werden wohl, wie gesagt, diese Fässer werden ja extra gefertigt für die Whisky-Industrie, werden dann, ne, wie nennt man das so schön, seasoned, also gewürzt, also sozusagen belegt mit einer Sherry-ähnlichen, Dessertwein-ähnlichen Substanz, die dann da drin das Fass würzt. Dann wird es entleert, daraus wird Essig gemacht oder weiß der Kuckuck was. Und dann gehen die Fässer nach Schottland. Und wie gesagt, ich tippe mal, sie durften nicht Sherry schreiben. Und von Oloroso steht hier erst recht nichts drauf. Die beiden da hinten sind sozusagen mein Vergleichstasting. Was heißt Vergleichstasting? Ich baue es genauso auf. 15er und 18er Balblair. Und die kommen auch beide von der Enver House Distillers Group. Mache ich jetzt noch dahinter, also Gruppe. Die werden sehr wahrscheinlich ihr Fassmanagement, wenn sie großkonzernmäßig arbeiten und Kosten einsparen wollen, zentral machen. Und deshalb haben die da hinten bei Blair auch nur spanische Eichenfässer stehen. Ist auf jeden Fall ein interessantes Detail. Ne? Ich möchte hier überhaupt nichts Festes behaupten, aber das ist mir in dem Sinne aufgefallen. Aber jetzt machen wir erstmal mit den beiden hier weiter. Ich blende euch mal die Farbe ein, hol sie mal raus. Verpackung finde ich sehr nervig. Hat hier so einen Deckel mit so, ja, wie soll man das sagen? Er rastet ein, man bricht sich einen Ball ab. Ich hatte die im Karton bekommen, ja, ist logisch. Und da war ein Karton schon unten auf. War auch jetzt ein Shop, wo man weiß, der verpackt nicht gut. Also nichts für Sammler, ne? Da ich kein Sammler bin, sondern hier die ja öffne, ist mir das egal. Also sie sind so verpackt, dass sie immer ganz ankommen, um Gottes Willen. Aber wer jetzt wirklich einen Hallenkarton will, der sollte da nicht bestellen. Ich will aber hier keinen Streit anfangen, deshalb sage ich keinen Shopnamen. Hier ist das nämlich, der hier war nämlich halb. Und dann hier oben auch der Deckel, der ist schon auseinandergegangen. Ja, ich habe ihn da wieder reingeschoben, aber der geht hier schon auseinander. Die ganze Verpackung war auf und ich habe ja rausgezogen und die Flasche blieb erstmal unten, zum Glück. Ne, manchmal zieht man sie ja auch raus und erst dann geht's auf. Also blödes Erlebnis bei einer Flasche, die mal eben 100 Euro kostet. Ne? Ja. Und dafür dann doch so einen, Entschuldigung, einfachen Karton. Ist am Ende nur eine Verpackung, ich weiß. Aber trotzdem, irgendwie hat mich die Verpackung etwas genervt. Der 15er kriegt man so zwischen 65 und 70 Euro. Auch kein Schnapper. Aber der 18er, ich habe es hier so stehen, 103 und dann gibt es da auch einen großen Sprung. Also 103 und dann geht es irgendwie weiter, 117 Euro. Dazwischen habe ich gar nichts gefunden. Das sind so Shops, wo ich jetzt aus dem Bauch und aus Erfahrung sage, da habe ich schon bestellt und da würde ich wieder bestellen. Es gibt da immer solche bekloppten Angebote über diese komischen, ja, wie heißen die diese komischen Plattformanbieter, Marktplatzanbieter, die dann da irgendwie so einen Sonderpreis vertreiben. Und aber das, also ganz ehrlich gesagt, da kaufe ich nicht. Muss jeder selber wissen, wo er kauft, um Gottes Willen. Es muss auch nicht immer der Händler um die Ecke sein, weil viele andere kleine Händler haben auch einen Online-Shop und ich denke, wenn ich da bestelle, ist das genauso gut. Okay, das mit Enver House Distillers hatte ich, seit 2018 hatte ich, Preise hatten wir. Gut, fangen wir mal an. Also sie spielen auch immer diese maritime Karte aus. Mal gucken, ob ich da was habe. Gerade noch nichts Maritimes, aber was super Fruchtiges, was sehr Angenehmes. Ich muss ein bisschen runterkommen. Der riecht sehr verführerisch. Der gefällt mir. Das merke ich jetzt schon. Sehr widersprüchlich. Er ist sofort angenehm präsent. Wohlwollend nehme ich ihn auf.
unbeschwert, einfach, aber irgendwie ist er ganz schön komplex. Also, er riecht so, wie ein guter Whisky riechen soll. Mein Gott, auch eine blöde Aussage. Fruchtig, nehmen wir es mal auseinander. Apfel, nichts Blutjunges, ich meine, wir sind hier bei 15 Jahre. Geht dann rüber zu einer Orangenschale, wie ich finde. Orange, Orangenschale. Keine große Säure. Vanille. Malzige Note. Etwas Holz, das durchkommt, diese 15 Jahre. Gewürze, so eine leichte Zimtnote habe ich, aber wirklich ganz leicht. Er ist erstaunlich frisch. Vielleicht ist das so ein bisschen Seeluft. Vielleicht baue ich da diese maritime Note ein. Ne? Also er gefällt mir sehr gut, das mit dem Maritim, jetzt lassen wir es mal dahingestellt. Aber ob jetzt Wetting oder, na gut, bei dem steht ja ganz klar drauf, dass sie zuerst in Ex-Bourbon lagen und dann in spanischer Eiche. Aber das ist eine schöne Kombination von beiden. Also da hat das, haben die spanischen Eichenfässer nicht die Vorreifung erschlagen. Definitiv nicht. So Heide, Graswiese oder sowas habe ich jetzt gar nicht großartig. Vielleicht beim Apfel, also ja, so ein bisschen Kräuter. Also ich will jetzt nicht von der Blumenwiese oder Kräuterwiese reden, das nicht, aber vielleicht so einen ganz kleinen Tacken. Ist vieles drin, aber man nimmt ihn sofort als wohlwollend wahr. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich hier sehr komplexe Whiskys habe, die aber am Ende irgendwie nicht wirklich schmecken und überzeugen, sagen wir es mal so. Die überzeugen, wo man sagt, yo, den schenke ich mir jetzt ein und trinke ich. Es ist dann interessant, in dem Moment diese verschiedenen Aromen oder Assoziationen zu kriegen. Aber wenn die dann nicht wirklich wohlwollend und angenehm sind, ja, was nützt dann die tollste Vielfalt? Und das hat der hier nicht. Der will getrunken werden. Machen wir. Die spanische Eiche, Eichenfässer werden wohl aus europäischer Bauart sein. Auf jeden Fall ein Großteil kann natürlich auch gemixt sein. Er baut Holz aus. Also er ist auch am Gaumen ziemlich frisch. Ich könnte den auch für einen Zwölfer halten. Sage ich jetzt einfach nur offen. Das soll den gar nicht degradieren. Die 46 Volumenprozente waren gut auf, finde ich. Ich hatte vorhin schon einen Malt. Von daher sollte es nicht meine Anfangsschwäche sein. Ist jetzt auch nicht gravierend, um Gottes Willen, aber schön kräftig. Mit einer pfeffrigen Note. So, aber nur kurz, so weißer Pfeffermäßig. Nennen wir es mal so. Es geht wieder fruchtig los mit dem Apfel, Orange. Dann kommt, finde ich, mehr Heide und was Maritimes. Also so ein bisschen kleinisch ohne Wachs. Sagen wir es mal so. Ja, der finde ich, kleinisch ist noch ein bisschen floraler, ne? Und dann wird's kräftiger. So eine richtige intensive Sherry-Note habe ich nicht. Vermisse ich aber auch nicht. Könnte sein, dass wenn den jemand sich holt, dass er vielleicht sowas erwartet, der könnte enttäuscht sein. Jetzt mein erster Eindruck, erster Schluck, um Gottes Willen. Aber dieses spanische Holz, ich habe es jetzt Sherry wieder genannt, ist
irgendwie ergänzend untermalt das Ganze, füttert, glaube ich, diesen Malt auf und stellt sich nicht in den Vordergrund. Nimm noch ein Stück. Der weiße Pfeffer ist jetzt schon weniger, zweiter Schluck, aber er ist da. Dabei kam jetzt mehr durch Süße. Er hat vorne also Orange, finde ich ganz gut. Orangenschale, es ist ein bisschen herb. Es ist säurelastiger, als in der Nase zu erwarten war. Dann kommt aber Süße durch. Ganz kurz, diese Pfeffernote. Und dann baut diese Eiche auf, nicht voluminös, aber schon so, dass ich eben, wie ich es gerade sagte, dann doch an europäisches Holz denke. Zugegeben, wenn dann zum Abgang hin, wo es ruhiger wird, noch ein bisschen, ein ganz klein bisschen Sherry durchkommen würde, das fände ich dann wirklich komplett abgerundet. So ist er stürmisch, kräftig, nicht wild, also das will ich ihm nicht unterstellen. Aber eher auf der etwas stürmerischen Seite, mein Gott. Also nicht smooth und rund. Ne? Ich denke, wir verstehen uns. Ja, den 18er habe ich jetzt gar nicht gerochen, selbe Alkoholzahl. Foto hatte ich ja eingeblendet. Ne? Der 18er ist etwas dunkler. Er ist etwas älter, ob es am Sherry-Einfluss liegt oder nicht, man weiß es nicht. Das sind dann auch Sachen, da lohnt sich es nicht drüber oder großartig sich den Kopf zu zerbrechen. Ne? Ist ja jetzt einfach dunkler, weil vielleicht der Anteil an frischen Sherry-Fässern beim Finish größer war oder was auch immer. Ne? Da kann man ganze Nacht wach im Bett liegen. Ich möchte anders anfangen. Ich möchte nicht mit dem Wort dunkel anfangen. Er hat diese Frische nicht. Er hat, wenn ich jetzt sage, oder wenn ich jetzt dabei bleibe, bei diesem Dunkel. Das verwende ich oft, aber wenn ich was Angenehmeres habe. Hier habe ich irgendwie so eine Mischung zwischen Politur. Politur und Muff. Ich mag sonst gerne diese Politurnoten, aber hier ist das irgendwie gerade so ein bisschen upturned. Und dahinter ist dann erstmal dunkel, sinnbildlich gesprochen, es kommt nicht viel durch, es ist eine Süße da, ich habe keine frische Frucht, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt eine Frucht habe. Dieser Muff geht so ein bisschen weg, aber es ist dann doch sehr politurmäßig. Klebstoff ist zu hart gesagt, das hat er nicht. Aber er ist viel eindimensionaler. Ich habe ja auch nicht großartig Vanille oder so. Das Alter, also dem würde ich auf jeden Fall älter 15 tippen, weil er einfach so eine alte, abgestandene Nase hat und was Frisches kommt nicht durch, also alleine deswegen schon. Vielleicht, weil es beim 15. auch so super fruchtig frisch ist, muss man sich hier so ein bisschen konzentrieren. Aber ich habe da viel Süße. Dann von mir aus hole ich doch nochmal die Vanille raus, dass dann Vanille hochkommt. Aber da ist keine Kirsche, das ist kein, ich weiß nicht,
wohlwollend vielleicht noch Bärenfrucht. Jetzt habe ich zu tief eingeatmet. Ich glaube, ich muss husten. Ich glaube, es geht. Ich hätte es in die Armbeuge gemacht. Könnt ihr mir glauben. Ja. Das Alter ist spürbar. Kann man jetzt positiv so sehen, ne? Hört sich besser an, als wenn ich sage, es fehlt irgendwie so ein bisschen was Fruchtiges. Also auch was Altfruchtiges habe ich da nicht wirklich. Wie gesagt, dann eher Richtung süß. Und ja, also maritim hatte ich hier noch nicht mal ansatzweise etwas, was mich daran erinnert hat. Sehr viel Holz, sehr viel, wenig zart, viel bitter Schokolade. Sehr starke Holznote. Also vielleicht wollten sie ja in Richtung 21 Jahre da versuchen, das nachzumachen, aber boah, mein Gott, ich meine, jetzt hatte ich ja schon den 15er davor. Also definitiv auf der Holzseite, weniger Frucht, eher süße. Es ist jetzt nicht klebrig süß wie ein PX, das nicht, aber ich habe da keine tolle Frucht oder sowas. Also den könnte man höchstens noch unterschreiben, wenn man so die Oloroso-Fässer sucht, dass dann eher nussige Sachen hier rauskommen, aber ich habe mir ja eben zugehört. Ich hatte jetzt hier nicht irgendwie die tolle Haselnuss oder sowas, ne? Jetzt lässt so langsam nach. Also ein, finde ich, relativ langer Abgang jetzt für den ersten Schluck beim 18er. Viel Holz, wer das mag. ihr wisst, ich sag's ganz oft, dass ich Holz mag. Und da bin ich auch, ja, ich will zugeben, doch relativ stumpf, dass es da doch schon extrem werden kann. Aber das hier, vielleicht weil dieses wenig zart, viel bitter, so ein bisschen extrem war. Ich nehme mal einen zweiten Schluck. Dunkle Beeren, so diese schwarzen Waldbeeren oder so eine, ja, wie heißen Himbeeren, die so total dunkel sind. Und dann kommt leichte Säure durch und dann die assistiere ich ihm noch. Am Anfang liegt er relativ ruhig da, dass man fast denkt, ey, wo sind die 46 Volumenprozente? Bevor sich dann das Holz aufbaut, das wäre eigentlich dieser Raum, oder da wäre der Raum und der Platz für eine schöne Fruchtnote. Aber da ist in dem Sinne, fängt es eben weiter an mit was Politurmäßigen, mit Süße. Malznote hört sich jetzt irgendwie falsch an, aber da kommt dann, vielleicht ist dann da Raum für so etwas. Ich kann es euch nicht sagen. Also, zwei Schlucke genommen. Ich weiß, das ist jetzt nicht die Welt und. Aber so richtig überzeugt. Also man kann ja über die Jahre Molz einschätzen und so. Die ein oder andere Flasche habe ich ja schon getrunken. Und sicherlich gibt es manche Überraschungen, wenn man sie später trinkt. Aber, ja, wie soll ich sagen? Ich denke, man hat da schon ein ganz gutes Bauchgefühl, in welche Richtung der nehmen wird. Aber da ist jetzt, ja, wenig für mich dabei, obwohl ich sonst Holz mag. Aber irgendwie, es bringt ja auch nichts, wenn die Zutaten stimmen, aber wenn dann am Ende das Ergebnis trotzdem nicht schmeckt. Nee, es ist nicht so schlimm, aber irgendwie, vielleicht weil der 15er auch so gut bei mir gepunktet hat, den nehme ich jetzt auch nochmal. Ich spüle nur kurz nach dieser Holzfracht, dass ich sie so minimal entfernen kriege.
das ist Holz und so, alles schön und gut, hat alles seine Berechtigung. Aber es ist doch irgendwo schön, wenn etwas Fruchtiges, und es gibt ja eine ganze Reihe an Fruchtaromen in den Malls, wenn doch was Fruchtiges drin ist. Muss ja nicht immer den Ton angeben, aber wenn so gar nichts drin ist, hier gibt es den Ton an. Und ihr könnt mich erschlagen, aber hier glaube ich auch wirklich an eine maritime Note, wenn ich den jetzt wieder habe. Nach diesem, also der ist sowas wie von still und ruhig und dann, wie gesagt, nach dem ersten, also der 18er rede ich gerade drüber, nach dem ersten Schluck auch so einen Moment, wässrig trifft's nicht, tot ist auch zu hart gesagt, aber irgendwie, da ist so viel Platz, dass was passieren könnte und es passiert einfach nichts. Nee, der hier, wir werden Freunde. Die Eiche kommt durch, aber man merkt, dass sie um Längen hinter dem 18er steht. Ist überhaupt nicht schlimm. Aber das merke ich jetzt gerade so. Aber vorne ist ja ausgefüllt. Auch wirklich von, ich sag's ganz salopp, Butterscotch-Note, was mich eben an maritime Noten erinnert. Ein bisschen Heide, ich hole sie jetzt nochmal raus, weil sie jetzt mich doch deutlich mehr anspringt nach diesem 18er. Der 18er hatte sowas, fand ich überhaupt nicht. Oder es war da drin irgendwo untergegangen. Plus diese Frucht. Ich bleibe, wie gesagt, bei so Orange, Orangenschale, Apfel. Alles schön. Nicht harmonisch, smooth und rund, sondern eher ein bisschen rauer, kräftiger. Für alle, die eben aus der Space Side rausgehen und doch ein bisschen, sich ein bisschen mehr überraschen lassen wollen. Nennen wir es mal so. Okay, ja. Ich komme so zum Ende. Also ich wüsste jetzt nicht, fangen wir einfach mal so an, warum ich jetzt, das günstigste war ja irgendwie so 100 Euro, warum ich 100 Euro dafür zahlen sollte. Preise relativ, ich hatte da auch schon ein paar, Diskussionen ist falsch gesagt, aber Austausch in den Kommentaren in meinen Videos, wo ich dann am Ende sagte, und das meine ich ernst, dass ich über die Jahre doch an diesem alten Preisniveau, was heißt hänge, aber das hat sich bei mir eingebrannt und jetzt mittlerweile finde ich das alles so ja abgefahren und komme da sowieso nicht mehr mit. Aber hier verstehe ich es echt nicht. Also für 100 Euro, das will in meinen Kopf nicht rein. 65 Euro finde ich auch schon Schmerzgrenze und da fängt es bei denen gerade erst an. Ist die Frage eben, wie so der Geschmack ist. Aber hier würde ich es, kann ich es persönlich nachvollziehen. Bei dem könnte ich es nicht nachvollziehen, wenn einer sagt, die hole ich mir immer wieder und der ist die 100 Euro wert. Weil ich da einfach schönere Malls finde, die beides besser zusammenbringen. Ex-Bourbon-Reifung, Sherry oder spanisches Holz plus noch Brennereicharakter. Okay, wir kommen zum Ende. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.